Herzlich willkommen hier zum kleinen, aber feinen Felsenkeller-Talk-Format One Take. Viel Spaß damit. Peter, herzlich willkommen im Felsenkeller. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ja, freut mich auch. Wir haben viel gemacht. Wann warst du das letzte Mal hier? Weißt du das? Bei Olaf Schubert, das ist auch schon wieder 2 Jahre her, glaube ich. Okay, na dann, seitdem hat sich eigentlich... Und dann immer beim Wave Gutig treffen. Guter Einstieg, Wave Gutig treffen. Ich habe gerade schon eine Anmoderation erzählt. Du bist ja einer, ich würde mal sagen, unter den Kulturmachern in Leipzig, würde ich sagen, bist du einer der vielseitigsten, nicht sogar der vielseitigste. Ja, du hast angefangen, als, soweit ich weiß, als MW-Booker, hast viel in der Gothic-Szene gemacht, hast auch Bücher geschrieben, warst dann teilweise bei der Stadtverwaltung als Referent des Kulturbürgermeisters. Und jetzt bist du in der Kulturwirtschaft gelandet, im Kristallpalast. Das ist, du hast irgendwie alles durch, oder? Kann man das so sagen? Also ob ich nun der Vielseitigste bin, das wage ich nicht einzuschätzen. Aber ja, zum Beispiel Olaf Schubert, das Krippenspiel, das habe ich als Booker der MB und als Programmchef noch initiiert. Und Wave Gotik treffen ist mir eine Herzensangelegenheit. Da war ich 5 Jahre Pressesprecher, bevor ich dann in der Stadt Leipzig Referent wurde für Großveranstaltungen, die es damals zuhauf gab. Jetzt bin ich im Kristallpalast heute. Eines meiner wichtigsten Baustelle ist das Dinnershow-Zelt, was wir gerne in diesem Jahr zum 20. Mal gemacht hätten, wenn wir es gedurft hätten. Aber auch von diesem Zelt war ich damals noch freiberuflich in den Nullern der erste Produktionsleiter die ersten paar Jahre. Ich habe das immer im Wechsel gemacht. Im Winterhalbjahr war ich Produktionsleiter in der Dinnershow und im wärmeren Halbjahr war ich Pressesprecher bei den Gruftis. Also, wenn das nicht vielseitig ist. Also, ich kenne dich eigentlich über dein Gothic-Lexikon. Da habe ich das erste Mal von dir gehört. Dem Buch schmöglich bis heute gelegentlich. Also, das war die Zeit, genau. Das war die Zeit. Aber ich sag mal, diese... Aber die ist nicht vorbei, muss ich gleich sagen. Goth ist man immer. Ja. Also, diese Verbindung zur Subkultur hast du noch, ja? Ja, natürlich. Wenn du, wie ich in der Moritzpastei letztlich, habe ich die wesentlichen Tage meiner Jugend versenkt, also die ganzen 90er, ich war da 12 Jahre, davon die letzten 5 als Programmchef. Das sind Dinge, die sind dann so drin in der DNA. Ja, WGT ist auch hier im Felsenkeller, aber auch eine der ersten Veranstaltungen, die wir hatten. Und das stimmt, da habe ich dich wohl öfter gesehen. Aber ich wollte heute über was anderes reden. Und zwar glaube ich, dass auch durch diese Vielfalt deiner Vita, durch die interessanten Stationen deiner Vita, dass du zu so einem sehr deutschen Thema was sagen kannst, und zwar zwischen dem Widerspruch zwischen Hoch- und Flachkultur, würde ich es jetzt mal nennen. Na? Ernste Musik, Unterhaltungskultur, Kulturbetrieb versus Kulturwirtschaft. Es gibt da viele Begrifflichkeiten, glaube ich, auch eine deutsche Spezialität. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass da auch Corona, die ganze Corona-Krise, wie so ein Katalysator wirkt, um da vielleicht auch Veränderungen herbeizuwirken in diesem Verhältnis. Bevor wir dazu kommen, mal ganz schnell Corona-Kristallpalast. Ich habe nur gesehen, dass es euch auch heftig getroffen hat. Wahrscheinlich auch mit am heftigsten, wenn man jetzt mal die Kulturwirtschaft in Leipzig sich anguckt. Gerade weil diese Dezember-Veranstaltung von euch, also eigentlich der zentrale Punkt war. Ja, ist leider so in der Tat, dass wir... Unser Laden beruht quasi auf 3 Standbeinen. Das ist das eigentliche Kabarett, das eigentliche Varieté in der Magazingasse. Das läuft das ganze Jahr. Wir haben ein Sommerressort am Störmthaler See mit der Vineta. Und dann natürlich unser Dinnershow-Zelt seit 20 Jahren, was ich auch inzwischen in- und auswendig kenne. Das bringt tatsächlich, hat im letzten Vorkriegsjahr, sage ich mal, 2019 17.000 Tickets gebracht. Und ist natürlich tatsächlich unser 3. wichtiges Standbein. Und im Stammhaus läuft es natürlich auch zu Weihnachten am besten, auch wenn die ganzen Firmen Weihnachtsfeiern machen. Ich erzähle nichts Neues, alle wissen davon. Ja. Ihr ja auch im Felsenkeller. Und wenn das wegbricht, ist in der Tat, also 40% des Jahresumsatzes wird dann in 8 Wochen entweder erlöst oder eben nicht. In diesem Fall in den letzten beiden Jahren nicht. Nee, das hatte ich mitgekriegt und vor allem diese Zahlen, die du auch gerade beschreibst, das ist schon eine andere Dramatik, als sie zum Beispiel hier im Felsenkeller herrscht.
Also bei uns sind das halt normale Monate, die uns weggefallen sind, bei euch halt der Zentrale. Das denke ich schon, deswegen würde ich schon sagen, es hat wenige so hart getroffen wie euch. Der Unterschied zwischen beispielsweise unserem Haus und so einem Konzerthaus hier wie dem Felsenkeller, wie gesagt, ich bin wirklich großer Fan und wenn ich jetzt hier drin stehe, kriege ich schon wieder richtige warme Gefühle. Der Unterschied ist, dass solche Konzerthäuser wie ihr kauft fertige Produktionen ein. Ihr habt ein kleines Stammpersonal und jede Produktion bringt die Leute mit, die dazu da sind. Ob das hinter der Bühne ist oder auf der Bühne. Bei uns ist das anders. Das Gestalplatz 2T, wir spielen 3 Shows im Jahr und die produzieren wir komplett selbst und alles. Die Menschen sind halt unsere Angestellten und die Künstler wohnen bei uns so lange. Das heißt, wir haben tatsächlich 50 Angestellte. Und im Zelt alleine, wenn das läuft, die Dinnershow, da arbeiten da aber hinaus nochmal 80 Freier. Also bei uns sind das richtig viele Leute, die da in Bewegung setzen. Im Unterschied zu den Konzerthäusern, wo die Produktion am nächsten Tag alles wieder auf dem LKW verladen wird und dann weiterfährt und die 10 Stammleute, die den Laden am Laufen halten, die bleiben übrig. Also seid ihr am ehesten, sag ich mal, mit einem Theater vergleichbar, oder? Also weniger mit einem Konzerthaus wie der Felsenkeller, sondern eher mit einer Oper oder wie einem Theater. Das Kristallpalast Varieté ist ein Theater, selbstverständlich. Ja, es ist wichtig. Auch die gesamten Produktionsmechanismen laufen wie ein Theater. Nur im Unterschied zu dem, was wir landläufig so kennen, hier gerade in unseren Breiten, ist es ein Privattheater. Im Osten kennt man den Privattheaterbegriff eigentlich gar nicht. Im Westen gibt es da hin und wieder mal eins. Ja. Es ist jedenfalls selten. Die meisten Theater laufen ja anders. Genau, darauf wollte ich hinaus. Diese Dualität von Hochkultur und, nennen wir es jetzt mal, Flachkultur, wie es muss ich natürlich sofort selbstironisch, selbstironisch da fällt mir auch, da fällt mir tatsächlich die Selbstironie. Es ist tatsächlich natürlich auch eine gewisse Auseinandersetzung tagtäglich. Das merkt man in der Pandemie, weil da dann automatisch die Frage gestellt wird, was ist denn nun wesentlich? Und da habe ich sehr oft das Gefühl gehabt, es haben sich ja viele Menschen zu Wort gemeldet. Die Zeitungen waren ja voll davon, wie wichtig die Kultur ist. Aber man merkt ab nach der dritten Zeile spätestens, wenn die Kultur sagen, meinen die irgendwas. Und ich bin aber da nicht mit gemeint. Die meinen was anderes, wenn die Kultur sagen. Und unser einer und auch der Felsenkeller und die Kinos zum Beispiel, die gehören da nicht dazu. Sondern 80% der Menschen, die in der Zeitung Kultur sagen, meinen Gewandhaus, Oper, Stadttheater, Museen etc. pp. Und da wird das dann zwiespältig, wenn man immer wieder dasselbe liest, das seien die eigentlichen Geburts- und die Ausbildungsstätten der Würde des Menschen und etc. pp. Dort ist sie zu Hause, die Würde des Menschen. Das heißt dann im Umkehrschluss, bei uns ist sie nicht zu Hause. Ich weiß nicht, was bei uns dann zu Hause ist, der schnöde Mammon. Die Würde des Menschen ist es jedenfalls nicht. Und das ist dann schon eine Sache, wo man dann manchmal die Brust heben muss. Wie sich das gezeigt hat, was mich tatsächlich auch beschäftigt hat, die Pandemie geht jetzt schon 1,5 Jahre, man redet relativ viel, auch mit den Kollegen aus diesen Häusern. Und nach dem dritten Satz merkt man, ist der Mensch tatsächlich betroffen, existenziell betroffen. Oder redest du mit einem eine halbe Stunde fröhlich über die da niederliegende Kultur, der nicht eine einzige Minute seines Lebens jemals darüber nachdenken musste, ob er 1 Cent einbüßt. Meine Leute sind alle existenziell betroffen und wenn der Laden zugeht, dann gehen die alle nach Hause. Dann ist der Schlüssel rum und niemand ist da, der sie auffängt. Und das ist ein enormer Unterschied. Das ist der Unterschied, wie du jeden Tag auf Arbeit, mit deiner Arbeit, mit den anderen Kollegen umgehst. Und da ist es dann manchmal bitter zu lesen, wenn dann Angestellte aus anderen Kulturbetrieben so bestimmte Dinge als so unglaublich selbstverständlich achten, die ganz weit weg sind von solchen Gedanken. Das ist genau mein Punkt und das ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Phänomen. Ne? Diese Unterscheidung in die kommerzielle Kunst, sofern überhaupt Kunst, also Unterhaltung, nennen wir es mal Unterhaltung, und das wahre Schöne, die Kultur, die nicht mit Geld in Verbindung gebracht wird. Also ich glaube, das Bild, der arme Poet auf der einen Seite, der deutsche arme Poet, und Baudrillard, so ein Dichter wie Baudrillard, so ein Franzose, der halt, was ja, glaube ich, wenige wissen, der die Blumen des Bösen rausgehauen hat, das ist alter Scheiß, den er nochmal verwertet hat, um seine nächste Opiumportion zu landen. Hätte man besser verwerten sollen. Fleur du Mal sind bestimmt das Beste, was es in französischer Lyrik gibt. Und er hätte viel Geld damit verdienen können, wenn er ein bisschen schlauer gewesen wäre.
Aber das müssen aber was ich damit machen. Meine, ist, also jemand wie Baudrillard hatte kein Problem. Auch selbst noch Schiller, der hat auch, weil die Räuber wurden meistbietend versteigert in deutschen Theatern. Also da, es ging da noch um Geld. Selbstverständlich. Goethe, als er der erste Intendant des Weimarer Theaters war, der hat die ganze Zeit Boulevardstücke aufgeführt. Um natürlich, das Volk wollte das wissen. Und heute als Varieté kriegst du öfter zu hören, das heißt ja ein Verzehrtheater. Also wirkliche Kunst kann nie dort entstehen, wo die Menschen gleichzeitig was essen. Aber als Johann Sebastian Bach Kaffeehausmusik gemacht hat im Kaffeehaus in Leipzig, da wurde selbstverständlich dazu gegessen. Und Johann Sebastian Bach hat es nichts ausgemacht. Ja. Aber heute, wenn man beispielsweise bei Wagner ein Bier dazu trinken würde, dann würden einige Leute glauben, der Untergang des Abendlands ist nah. Ja, es führt ja noch zu weiteren Stilblüten, dass die, ich sag mal, die Chefs der Häuser, also klassisch die deutsche Theaterintendanten, die sehen sich ja nicht nur in ihre Funktion, also ich muss hier ein Haus leiten und ich muss was abliefern, sondern die denken ja auch, ich bin so eine Mischung aus Philosophenkönig und Politikberater. Das ist ja auch so ein skurriler Effekt, den diese Kulturgeschichte der deutschen Hochkultur mit sich gebracht hat. Das unterscheidet uns eben auch groß. Ich sage das auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch oft. Ja, so eine Anmaßung von wegen hier, man muss philosophisch in irgendeiner Weise auf die Stimmung im Bevölkerungsganzen einzuwirken, ist ohnehin insofern schon eine Anmaßung, als dass die Kollegen aus den Stadttheatern sehr wohl wissen, dass sie nicht mehr als 10% der Menschen überhaupt erreichen, die anderen 90% sowieso nicht. Bei uns ist die Regel, bei uns gibt es nur einer. Meinst du, das wird da reflektiert? Naja, zumindest könnten die das reflektieren. Das sind statistische Tatsachen, die man nachlesen kann. Mhm. Bei uns im Theater trete ich jedem Ansatz. Manchmal gibt es das. Wir müssen mit unserer Kunst die Welt und die Menschen verbessern. Mhm. Entgegen und sage, es gibt nur eine einzige Regel, nach der wir Theater machen. Und das die heißt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. Ich mache meine Kunst, und ich biete die an, nicht weil ich glaube, dass das Beste ist, sondern weil ich glaube, dass das meinem Publikum gefällt. Und das Publikum ist der Maßstab. Und wenn das Publikum nicht gefällt, dann bleibt es weg und da geht mein Laden zu. Wenn im Gewandhaus neue Musik gespielt wird, dann gibt es auch kein Publikum, aber deswegen geht der Laden nicht zu. Ja, man zersägt Cello. Ja. Aber das ist jetzt eigentlich der Ursprung meiner Frage. Könnte sich jetzt was ändern an diesem Punkt? Weil wir sind ja jetzt in einer Situation, dass die Kulturwirtschaft das, was sie schon immer kann, was sie schon immer gemacht hat, sich nämlich aus eigener Kraft heraus am Leben zu erhalten und gut zu funktionieren, dass sie das während der Corona-Pandemie ohnehin nicht kann, aber möglicherweise auch darüber hinaus nicht. Wir wissen nicht, was passiert. Wird es in Zukunft Kapazitätsbeschränkungen geben für Häuser? Also werden die Corona-Regeln dazu führen, dass man einen Saal wie den Felsenkeller zum Beispiel nicht mehr komplett auslasten kann? Was du übrigens siehst, das sind die Reste von unserem letzten Konzert. Das waren die Kreuze, wo die Leute stehen konnten, wenn sie ihre Maske abnehmen konnten. Also man sieht die Mindestabstände. Und ich hoffe, sie haben sich alle dran gehalten. Haben sich alle vorbildlich dran gehalten. Ja. Aber wenn das die Regel wird oder eine Form davon, heißt es ja, dass auch die Kulturwirtschaft sich entweder ändern muss, was ihre Art zu wirtschaften anbelangt, oder dass sie möglicherweise auf staatliche Zuwendungen angewiesen ist. Sehe ich genauso wie du. Das hat in den letzten 20, 30 Jahren in diesem Land eine Art Gleichgewicht gegeben. 90% der staatlichen Kulturförderung ist in Programme geflossen, die letzten Endes nur 10% der Menschen interessieren. Und die anderen 90% der Menschen müssen ihr Kulturkonsum so decken, dass sie Eintrittspreise bezahlen, die die Gestellungskosten dieses Konsums auskömmlich machen. Wenn es jetzt aber so ist, dass die geschaffenen Kapazitäten alle zurückgefahren werden, dann heißt das, dass die normalen Mechanismen, dass die privatfinanzierten, also einnahmefinanzierten, eintrittsgeldfinanzierten Häuser, kommen dann nicht mehr auf ihre Deckungssummen und können ihre Programme nicht mehr in dem Umfang anbieten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt das alles auf 2/3 zurück oder man erhöht die Preise so, dass dann aber wieder ein Großteil der Menschen ausgeschlossen werden, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Ja. Also wir haben das mal von dem Felsenkeller durchgerechnet. Das würde bei uns heißen, es würde ja nicht reichen, die Preise zu verdoppeln, wenn man halb so viele Leute reinlässt. Das sind ja viele Faktoren, die da auch mitspielen. Die müssen dann auch noch doppelt so viel trinken, die da sind. Genau, also das läuft auf
60-80%ige Erhöhung der Eintrittspreise raus. Ja, jetzt mal über den Daumen gepeilt. Die aber ohnehin schon so kalkuliert sind, dass sie genau an der Grenze liegt, von dem wir glauben, dass die Menschen sie gerade noch so bezahlen könnten und würden, wenn wir das verdoppeln, bleibt mindestens die Hälfte der Menschen natürlich weg. Ja, genau. Oder man schließt diese Menschen von Kultur aus. Und wenn die Menschen sich für 90 Euro keine Heavy-Metal-Konzertkarte bei dir leisten können, da gehen sie ja deswegen ja nicht für 15 Euro in die Oper, weil das bezuschusst ist. Genau. Finde die, ich fand dieses, ich weiß ehrlich gesagt den Stand nicht, aber dieses, die deutsche Orchester- und Theaterlandschaft als Weltkulturerbe aufzunehmen, das ganze Programm der UNESCO war intendiert, dass das vor allen Dingen in den sogenannten Entwicklungsländern, in der dritten Welt, in Afrika, in Lateinamerika, die Kulturgüter nicht einfach untergehen, dass die geschützt werden und nicht dort das Geld von der UNESCO hinfließt, wo schon das meiste Geld sowieso schon da ist und wo die meisten Kultursubventionen sowieso schon fließen. Also es ist völlig entgegen der Intention dieses Programmes UNESCO Weltkulturerbe. Insofern ist es schon eigentlich Blödsinn. Aber sonst weiß nicht, ob das jetzt eine Schwäche heißt, ich sehe dort keine Gegner. Also ich, das meine ich nicht. Also für mich ist die Hochkultur kein Gegner. Es ist halt ein Gleichgewicht in der Gesamtkultur. Ich hoffe, dass wir die Kulturwirtschaft endlich mal mehr Gehör finden mit einer Argumentation, die wir ja schon lange haben. Wenn in Leipzig ein Mensch sagt, er geht an dem Abend irgendeine Kultur genießen, dann sind das von 100 Menschen, gehen 90 Menschen in Läden, für die wir stehen. Das sind Kinos, das sind Clubs, das sind Konzerthäuser, das ist auch große Konzerte wie die Arena. Und nur 10% gehen in Läden, wo diese Kultur gemacht wird, die meisten im Kopf haben, wenn sie das Wort Kultur sagen. Und ich denke, da sollte mal ein Umdenken stattfinden. Und Kino ist auch Kultur und die Distille ist auch Kultur. Ja, an diesem Punkt, da bewegt sich ja wirklich was. Wa? Also die freie Szene, die Clubkultur hat ja jetzt wirklich die Chance, ich sag mal, im Ranking ein bisschen nach oben zu steigen. Das passiert viel politisch. Auch mit Claudia Roth sitzt jetzt jemand an der entscheidenden Stelle. Weil sie mal die Tonsteine Scherben gemanagt hat. Die zumindest ausdrücklich sagt, wir müssen die freie Szene fördern. Hätten sie als Managerin nicht so versagt, dann wären sie nicht so gnadenlos geendet. Und dann hätte sich der Rio Reiser nicht totgesoffen. Unterschreibe ich sofort, ja. Aber ich merke auch hier wieder was besonders. Und zwar, dass diese Einbeziehung von Clubkultur und freier Szene in dieses Koordinatensystem nicht etwa dazu führt, dieses Koordinatensystem aufzuweichen oder zu zerstören, also diese unsinnige Unterscheidung von Hoch- und Flachkultur, sondern dass es eher dazu führt, dass man die Club- und die Kultur und die freie Szene in die Hochkultur mit aufnimmt. Ja? Dieser Gegensatz wird überhaupt nicht aufgeweicht in dieser Diskussion. Ich komme mit deinem Begriffspaar immer nicht so richtig klar, schon weil ich das Wort Flachkultur nicht mag. Und wenn du das Wort Hochkultur sagst immer wieder, dann muss es automatisch eine Flachkultur geben. Ich sage beides in Anführungsstrichen. Ich habe eine andere Unterscheidung. Für mich ist alles Kultur und ist alles gleichgewichtet. Und ein bestimmter Anteil von der Kultur ist ein sogenanntes meritorisches Kulturgut. Meritorisches Kulturgut wird so definiert, dass die Gesellschaft sich entschlossen hat, es zu erhalten, obwohl es aus sich selbst heraus sich nicht reproduzieren kann. Also sprich, über Eintrittsgelder erwirtschaftete Einnahmen können nicht die Kosten decken, die dieses Kulturprodukt aufweist. Und die sogenannte Hochkultur ist in der Regel meritorische Kultur. Du kannst eine Wagner Oper nicht produzieren mit den Eintrittseinnahmen, beziehungsweise du kannst es. Du musst nur nach New York gucken. An der Metropolitan wird Wagner gemacht jedes Jahr. Da kostet dann halt die Karte $500. Und die Leute, die dahin gehen, denen ist das auch wurscht. Und ich könnte wetten, die meisten, die in die Oper gehen, auch. Die würden das auch bezahlen. Nee, ich meinte das nicht affirmativ. Ich meinte das natürlich distanziert. Deswegen sage ich meritorisches Kulturgut und Kulturgut. 90% ist ja trotzdem alles Kultur. Gut, und da muss ich nicht flach sagen. Dann ist das, was gerade passiert, dass die freie Szene und die Clubkultur eben in diese Sphäre der Kultur auch reingezogen wird. Aber nicht dieses System wird aufgebrochen. Ja? Wiglaf Droste, das Zitat kennst du vielleicht auch, hat auch gesagt, wenn es in der Steinzeit schon Kultursubventionen gegeben hätte, gäbe es heute noch Höhlenmalerei. Ja? Also gibt es nicht Sachen, die es auch verdient haben zu sterben? Es gibt Sachen, die es verdient haben, möglicherweise zu sterben. Und es gibt aber auch Sachen,
ich sag mal, die kannst du kaputt subventionieren. Also stell dir mal vor, 1962 irgendwo in Liverpool, da kommt so ein Kulturfunktionär in so einen Keller, da kommen so vier Pilzköpfe und spielen irgendwas und der sagt, Mann, sind die geil, jetzt kaufe ich den Anzug, jetzt werden die richtig gefördert. Da werden die als gehobene Coverband geendet, da wären es nie die Beatles geworden. Wenn die denen Kohle gegeben hättest da, wenn die sich nicht in Hamburg hätten den Arsch abspielen müssen, dann hätte es halt nicht funktioniert. Dann hätten wir es kaputt subventioniert. In gewisser Weise, gerade was so Rock'n'Roll, ich möchte keine subventionierte Black-Metal-Band erleben. Das ist doch Quatsch. Du kannst nicht von Satan aus singen und die Staatskohle nehmen dafür. Na gut, aber da könnte möglicherweise die Reise hingehen, wenn jetzt die Wertigkeiten quasi, Claudia Roth die Wertigkeiten verteilt. Ja. Oh, ich hab da. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe da wenig Hoffnung, dass da wirklich viel passiert. Das glaube ich nicht.